Guten Morgen. Es ist heute 7 Uhr, ein bisschen nach 7 Uhr. Ich habe heute gefrühstückt in meiner Pension und bin jetzt gestärkt mit etwas Muskelkater. Aber ich werde diese 21 Kilometer mit Leichtigkeit schaffen. Es gibt zwei kleine Anstiege. Das ist ein Lärcherl zu gestern. Also, bis später. Hier wird der Fluss Barranco-Saravil überquert, auf einem ganz eigenen Steg. Lustig zu beobachten, wie manche drüber gehen. Das war einmal ein Gasthaus, so steht es in der Wegbeschreibung. Doch ich denke, das muss damals gewesen sein, als der heilige Jakobus das erste Mal den Weg gegangen ist. Weil die letzten 500 Jahre war das kein Gasthaus. Hallo liebe Leute, der Tag war heute, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, nicht sehr anstrengend. Es waren diese zwei Aufstiege von kurzer Dauer, recht steil bergauf, aber von kurzer Dauer. Dann ging es eigentlich flach und immer schön und flott dahin, bis zum Abstieg nach Zubiri, der sehr steil war und sehr felsig. Das ist also etwas schlecht zu gehen gewesen. Aber sonst bin ich mit dem heutigen Tag sehr zufrieden. Ich sitze jetzt hier in meiner Pension, eine recht nette Pension, wo ich auch dann die Nacht verbringen werde, bevor es morgen nach Pamplona geht. 20,9 Kilometer, also auch nicht eine aufregende Strecke. Eher flach mit wenig Aufstiegen oder Abstiegen und ich werde so gegen 14 Uhr, schätze ich, in Pamplona ohne Stress dort eintreffen. Ich werde dann morgen am Abend wieder vom Pamplona berichten, über den Weg nach Pamplona und am Tag darauf habe ich einen Ruhetag eingelegt und werde in Pamplona ein paar Besichtigungen machen und mein erstes Paket mit der Post nach Hause schicken, was ich zu viel mit habe an warmen Kleidungen. Es war unsicher das Wetter, aber ich muss das nicht bis zum Ende mittragen. Also, dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch und eventuell gute Nacht.